Anna-Karina Wojcik, süßer Liebesbeweis ihrem Daniel. Nach der Trennung von Stefan Mroß, 47, im November vergangenen Jahres hat Anna-Karina Wojcik, 30, ihr Glück mit Daniel Böhm gefunden. Am zweiten Weihnachtsfeiertag bekamen Fans der Schlagersängerin den neuen Mann an ihrer Seite erstmals zu sehen, auch wenn sein Gesicht verdeckt blieb. In ihrer Instagram-Story postet sie nun erneut ein Pärchenfoto, das allerdings etwas ungewöhnlicher ist. Mit zerzauster Mähne blickt Anna-Karina in die Kamera, ihr Liebster steht hinter ihr und hält einen Haartrockner in der Hand. Liebe ist, wenn man dir die Haare föhnt, schreibt die Musikerin und fügt ein Herz-Emoji hinzu. Wie romantisch. Stefan Mroß, 47, war bis zum Liebesaus im Herbst 2022 auch der Manager von seiner Ehefrau Anna-Karina Wojcik. 30, doch nun hat sich der immer wieder Sonntagsmusiker offenbar einen neuen Schützling gesucht. Wie Bild berichtet, glaubt er gemeinsam mit Hitproduzent Ralf Siegel, 77, an das Talent einer anderen Sängerin, Vanessa Dollinger, 20, aus Kärnten, Österreich. Die Künstlerin hatte bereits erste Erfolge mit Liedern wie Verliebte schlafen nicht und Feuerwerk. Stefan Mroß schwärmt gegenüber der Publikation, wir glauben, dass sie viel Potenzial hat. Anführungszeichen. Weiter erklärt der Star-Trompeter, wir wollen ihren Sound mit den Siegel-Kombinationen verbinden. Ich kümmere mich um das Management, von Ralf kommt die musikalische Unterstützung samt Plattenfirma. Auch Musikproduzent Ralf Siegel zeigte sich begeistert, Stefan hat sich wunderbar entwickelt. Er ist spannend, herzlich und inzwischen ein richtig toller Kerl. Und Vanessa ist eine großartige Künstlerin. Das klingt nach einer wunderbaren Zusammenarbeit. Anna-Maria Zimmermann, 34, ist eine Powerfrau. Nachdem sie sich bei einem Hubschrauberabsturz vor über 12 Jahren lebensgefährlich verletzt hatte, kämpfte sich die Schlagersängerin zurück ins Leben und das trotz ihrer anhaltenden Lähmung im linken Arm. Ihre Instagram-Community lässt die 34-Jährige regelmäßig an ihrem Alltag teilhaben. Auch ihre jüngste Entscheidung teilt die Sängerin mit ihren Fans, eine erneute OP, die nun ansteht. Mit der Überschrift Ich bin mal kurz raus offenbart die 34-Jährige nun, dass bei ihr eine OP im Raum stehe, die ihr mehr Lebensqualität und weniger Schmerzen bringen werde. Wie die Sängerin berichtet, handle es sich bei dem Eingriff um einen Termin, der schon lange geplant sei, bislang aber aufgrund von Familie, Arbeit und Auftritten nicht wahrgenommen werden konnte. Ich muss es jetzt tun, um morgens entspannter aufzustehen und abends nicht mit Schmerzen einzuschlafen und deshalb wünsche ich mir, dass ihr mir morgen die Daumen drückt, so die 34-Jährige. Welche spannenden Neuigkeiten es bei anderen Schlagerstars gibt, lesen Sie in unseren weiteren Schlager-News. Verwendete Quellen, Instagram.com, Bild.de